Grüß dich und herzlich willkommen zur Frag den Dan Show. Meine heutige Frage kommt von Rilo und Rilo fragt: Wie gehe ich mit negativen Kommentaren um, die nicht nur konstruktiv sind? Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Mein allererster Tipp an dich ist: Scheiß auf Negatives, konzentriere und fokussiere dich auf die positiven Sachen. Wenn 100 Leute kommentieren, 90 davon sagen, was cool ist und 10 davon sagen, es ist scheiße, was du machst, belohne doch lieber die 90 Leute, die sagen, hey, geil, gib denen ein Like, antworte denen, blende doch einfach diese 10 Leute, die es nicht cool finden, aus. Du hast viel mehr davon, wenn du den Leuten, die hinter dir stehen, ein positives Gefühl vermittelst, dass sie hier sind, sie willkommen heißt, auf ihre Kommentare eingehst, ihre Sachen likest, als dass du dich fokussierst auf die Menschen, die nur zum Haten da sind. Und ich sage dir, wenn du eine gute Community aufbaust und mit den Leuten interagierst, die hinter dir stehen, werden die auch irgendwann dafür sorgen, dass Menschen, die bei dir haten oder schlechte Kommentare, negative Kommentare, die einfach nicht konstruktiv sind, hinterlassen, dass diese Menschen eine Watsche bekommen. Ja? Die werden dann sagen, pass mal auf, was machst du denn hier überhaupt? Wenn es dir nicht gefällt, geh woanders hin. Und so löst sich das Problem meistens von selbst. Wenn du eine gute, aktive, positive Community hast, dann brauchst du dir um die negativen Leute gar keine Sorgen mehr machen, weil das wird sich von selbst regeln. Zweiter Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte, ist: Mach und veröffentliche nur Sachen, hinter denen du wirklich stehst. Es kann ja gut und gerne sein, dass jemand eine andere Meinung hat und irgendwie sagt, pass mal auf, Dan, ich finde dein T-Shirt voll kindisch und kacke. Ey, ich mag das T-Shirt. So, deswegen ziehe ich es an. Und wenn du es nicht anziehen würdest, okay, dann ist es deine Meinung. Aber mir fällt es nicht schwer zu sagen, hey, mir gefällt das. Wenn ich jetzt ein T-Shirt anhaben würde, ja, billiges Beispiel, was mir selber nicht gefällt, was soll ich dann den Leuten sagen? Ja, du hast recht. Ja, aber dann ist es doch auch so, warum habe ich es dann überhaupt angezogen? Also dann bin ich mir selber nicht treu. Also wenn du Sachen machst, hinter denen du zu 100% stehst und jemand anderes findet es nicht geil, was soll's? Drauf geschissen. Und der dritte Tipp, den ich dir geben möchte, wenn diese Kommentare ja nicht konstruktiv sind und einfach nur richtige Hass- und Hate-Kommentare und vielleicht gar nichts mal mit dem Thema was zu tun haben, weil irgendjemand seine politische Meinung da preisgibt oder irgendeine Scheiße einfach drunter postet, block ihn. Warum nicht? So, manchmal kann es dann sein, dann haben sie noch einen zweiten Kanal und kommen wieder zurück und sagen dann so, du blockst irgendwelche Leute. Ja gut, dann block den wieder. Ja? Oder du suchst ein persönliches Gespräch und schreibst die Person einfach mal in den Privatnachrichten an und sagst so, ey, was ist denn eigentlich los? Warum machst du das? Und oftmals ist es so, dass die Menschen, wenn sie dann plötzlich die Aufmerksamkeit bekommen, dann auch noch persönlich angesprochen werden, ganz, ganz ruhig werden. Kurzes Beispiel, wie viele Leute hassen K1 im Internet und wenn sie ihn auf der Straße sehen, sagen sie, hey, kann ich mal ein Foto mit dir machen? Ja, weil sie dann plötzlich nicht mehr in dieser Anonymität sind. Und das geht genauso, wenn du eine private Nachricht einfach mal schreibst und fragst, ey, was ist eigentlich los mit dir? Habe ich dir irgendwas getan? Finden wir einen gemeinsamen Nenner oder hör doch bitte auf zu haten. So. Also entweder blocken oder mal einen persönlichen Kontakt suchen. Das wäre Tipp Nummer 3. Danke dir für die Frage, lieber Rilo. Ich habe gesehen, du hast selber einen YouTube-Kanal. Ich verlinke den auch einfach mal unten in der Infobox. Und wenn du auch eine Frage haben solltest, stell sie mir mit dem Hashtag FragDenDan bei Twitter, bei Instagram, bei Snapchat, bei Facebook, hier unten drunter in den Kommentaren. Und bis dahin abonnierst du den Kanal und schaust dir nochmal das letzte Video an. Ich bin raus und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder um 12 Uhr. Peace.